aufzunehmen, aufzuschreiben. Und schwerer. Geht ja. Es gibt ja die Skala vorne von ganz unzufrieden bis zufrieden mit der Münchner Stadtentwicklung. Wo würden Sie Ihren Punkt machen? Also ich habe einen Punkt in der Mitte gemacht. Unzufrieden. Bei mittelzufrieden. Irgendwo zwischen neutral und zufrieden. Zufrieden. Bisher bin ich eigentlich sehr angetan davon, wie engagiert hier diese Karten ausgefüllt, Ideen produziert werden. Und bevor wir hier für die gesamte Stadt daraus eine Strategie machen, ist noch viel Arbeit, weil wir natürlich nicht nur, wie hier auf einigen Karten völlig richtig steht, Verkehrsanbindung und Ausstattung mit Grünflächen, sozialer Infrastruktur und so weiter beachten müssen, sondern auch den Gestaltwert, Denkmalschutz, städtebauliche Prägung dieser Gebiete. Und da gibt es also nicht so eine Standardlösung. Was gibt es denn Münchnerisches, das jetzt unter diesem Titel gehört? Ich sehe nur, dass eben diese Viertelunterschiede plattgewalzt werden und dass eigentlich dann die Identität für diejenigen, die da wohnen, und die Lebensqualität verschwindet dadurch. Mhm. Jeder Investor, den verstehe ich, der will seinen Gewinn maximieren, der will Wohnungen bauen, das ist in Ordnung. Mhm. Aber wenn ich nicht als Stadt drüber schaue, was passiert dann mit dem Quartier insgesamt, welche Folgen hat das für die Nachbarschaft? Und das gibt es bisher nicht. Der Münchner Osten wird jetzt die gesamte Last der Tunnelinitiativen tragen, die durch die Stadt hindurchgehen. Wir wohnen Tausende von Menschen direkt an einer der verkehrsträchtigsten Punkte ganz Münchens und es wird nichts gemacht. Wir werden mit Machbarkeitsstudien hingehalten und da muss auch was passieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben den Ostpark bei uns, der ist ein Gebiet, was drei Stadtteile eigentlich verbindet, ein Einzugsgebiet für 200.000 Menschen, den möchte ich dringend aufgewertet haben. Wir müssen diese Schulen, die immer noch nach der vierten Klasse in drei Systeme einordnen, die müssen für mich abgeschafft werden. Es muss eigentlich mehr Freifläche geschaffen werden ohne Kommerz. Die ganzen Bäume, die da sind, verschwinden. Und so kann man sich das richtig schön vorstellen, wie nach und nach so ein Viertel kippt, von einem Viertel, das relativ viel Baubestand und Grün hat, in ein graues, zu betoniertes Vorstadt-Idyll. Ich finde, wie das hier aufgezogen wird, an sich eine gute Idee, aber ich hatte auch so ein bisschen das Problem, erstmal am Anfang diese ganzen abstrakten Leitlinien erstmal zu durchschauen. Meine Hoffnung ist die, dass aus dieser Veranstaltung auch Lehren gezogen werden, dass das nicht bloß eine formale Alibi-Veranstaltung ist, um halt Aktivitäten zu zeigen, sondern dass man da wirklich sich das ernst nimmt. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie in den meisten der vier Tischen eigentlich sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, ein bisschen unterschiedlich. Das sperrige Thema der Steuerung kommt vielleicht ein bisschen am schwächsten weg. Die Stadt, der Stadtraum als das physisch Greifbare, Sichtbare kommt am stärksten weg. Also am häufigsten wird dort diskutiert, wird geklebt, werden Karten geschrieben. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden.